Hansa Rostock hat an diesem Wochenende eine lösbare Aufgabe. Es geht im Landespokal gegen Torgelow. Vielleicht fielen deshalb die Trainingseinheiten etwas lockerer aus in dieser Woche. Und die Mannschaft hatte Zeit für die Fanpflege. Und zu den treuesten Anhängern gehören seit vielen Jahren die Mitglieder eines Behindertenvereins auf Rügen. Großer Bahnhof für den FC Hansa Rostock. Geduldig warten die Mitarbeiter von Insel e.V. auf ihren Lieblingsverein. Freuen uns drauf, dass wir das auch mal kennenlernen. Ja, das ist immer ein Erlebnis. Die wollten die ganzen Jahre mehr kommen und jetzt erst mal geklappt hat. Also da freut man sich mächtig. Ich bin ja schon 35 Jahre Hansa-Fan. Oft sind sie bei den Hansa-Spielen. Jetzt haben die Profis vor dem Pokalspiel nur eine Trainingseinheit und damit Zeit, um Insel e.V. zu besuchen. Na, alles gut? Ja. Hallo. Statt kicken hieß es für die Jungs von Coach Andreas Bergmann heute mal ganz handfeste Arbeiten verrichten. Zwar geht es darum, also so kommen sie vom Feld. Wir machen zwei Fraktionen, und zwar zum einen die zum Essen sind, für uns in unserer Küche verarbeitet werden, und die zu klein sind, die dämpfen wir und verfüttern die an die Schweine und an die Gänse. Ja, kommen da rein, ne? Genau. Machen wir. Super. Bei Insel e.V. in Kransdorf arbeiten knapp 50 Menschen mit Behinderung. Sie betreiben ökologische Landwirtschaft und können die Hilfe der Hansa-Profis heute gut gebrauchen. Denn die Kräuter für den vereinseigenen Laden müssen gezupft werden. Ja, macht Spaß. Oder, Maggie? Macht Spaß. Ja, macht Spaß. Macht Spaß. Und auch das Trainerteam entdeckt ganz neue Seiten an den Spielern. Ja, das sieht gut aus. Ich wusste ja gar nicht, dass die Koordination auch so fein sein kann. Nein, ich nehme das. Ja, ja. Das ist auch dein richtiger Job da hinten. Ken, sehr gut. Besonders für die jungen Spieler war der Besuch bei Insel e.V. eine ganz neue Erfahrung abseits des Fußballplatzes. Das ist in Rostock nicht anders. Ich war noch nie bei so einer Einrichtung. Und die Menschen leisten hier gute Arbeit, und es ist schön für uns, sowas auch mal zu sehen. Besonders viele Hände wurden zum Nüsseknacken gebraucht. Für Trainer Andreas Bergmann eine geradezu bedeutungsschwere Tätigkeit. Stehen doch zwei wichtige Spiele an. Ja, fängt ja schon Samstag an, ne? Pokal. Und dann sind wir natürlich alle ziemlich intensives Spiel in Leipzig. Das ist dann schon eine Nuss, da müssen wir schon mal drücken. Ne? Das ist eine große Nuss. Und dann, das ist ein guter Trainer hier. Das hört man gern. Ja, das andere hört man ja auch. Mit den behinderten Mitarbeitern ging es anschließend zum gemeinsamen Kaffee trinken. Und eins haben vielleicht auch die Hansa-Profis mitgenommen: Nur im Team ist man erfolgreich.